Hallo ihr Lieben, Katrin hier von Maxi Primus. Ich freue mich total heute. Ich habe nämlich was ganz Tolles bekommen. Und zwar total überraschend, weil ich überhaupt keine Nachricht vorher hatte, dass ich bei diesem, ja, oder dafür ausgewählt wurde. Und zwar habe ich bekommen das Buch der Freude. Sieht das nicht toll aus? Schaut mal. Das Buch der Freunde. Ja, was soll denn dieses Lederband? Denkt sich jetzt vielleicht der ein oder andere. Das ist eine ganz tolle Idee, eine ganz süße Idee, wie ich finde. Denn was ist das Buch der Freunde eigentlich? Das Buch der Freunde ist im Grunde ein Freundschaftsbuch für Erwachsene. Ihr kennt das vielleicht von den Kindern. Das ist immer ein bisschen nervig, da rennt man auch hinterher teilweise, bis die dann wieder bei einem angekommen sind. Ihr kennt das vielleicht auch von früher, die Poesiealben, die man da hatte. Und das Buch der Freunde ist jetzt für Erwachsene, um ein bisschen in Erinnerungen zu schwelgen, vielleicht in frühere Zeiten, gemeinsam mit seinen Freunden. Die dürfen sich da drin verewigen. Und als kleines Dankeschön, jetzt kommt der Clou, ist dieses Lederband. Mit diesem Lederband kann ich mal abmachen. Da darf man sich im Grunde immer ein Stückchen abmachen. Jeder, der da in das Buch reingeschrieben hat. Und dann knüpft man im Grunde ein Freundschaftsband. Macht einen Knoten rein. Und das so hat der Freund. Die Freundin, auch ein kleines Giveaway im Grunde. Ich finde die Idee unglaublich süß. Und ich freue mich auch schon richtig drauf, dass meine Freundin da reinschreiben und meine Freunde. Teilweise sind die ziemlich zerstreut in Deutschland unterwegs. Und es ist nicht ganz so einfach, die immer zu treffen. Oder ja, das wird richtig lustig. Das Buch der Freunde. Ich habe natürlich vorher schon reingeschaut. Das ist richtig toll gemacht. Es ist immer eine Doppelseite für jeden, der reinschreibt. Ich zeige euch mal, wie das aussieht. So schaut es aus. Und das ist total lustig. Also da kommt ein Lieblingsrezept rein, dann darf gemalt werden. Erinnerungen von früher, gemeinsame Erinnerungen sollen aufgeschrieben werden. Natürlich, ein Foto darf nicht fehlen, was reingehört. Ja, und es sind ganz tolle Fragen, wie das habe ich mir gedacht, als wir uns zum ersten Mal begegnet sind. Das ist doch süß, oder? Also, das fände ich richtig spannend, was meine Freunde gedacht haben, ob sie sich überhaupt noch daran erinnern können. Einige vielleicht schon. Also, es gibt auch jüngere Freunde meinem Freundeskreis. Aber ich glaube, manche Freunde wissen nicht mehr, was sie gedacht haben. Was wüsste ich zum Beispiel nicht mehr? Das ist einfach schon viel zu lange her. Das wird spannend und es wird lustig. Und wo kommt das eigentlich her? Ja, das Buch der Freunde, das ist ein junges Team aus Berlin, hat sich das ausgedacht. Und die wohnen in Berlin, die kommen eigentlich, glaube ich, aus allen Ecken der Welt. Und ja, ich finde die Idee toll und ich finde, jeder sollte so ein Buch zu Hause stehen haben und sich ja, seine Freunde ein bisschen nach Hause holen für jeden Tag. Okay, wenn ihr noch mehr erfahren wollt, dann kommt einfach auf meinen Blog www.maxiprimus.de. Ich freue mich total auf euch. Ich verlinke euch das natürlich hier unten. Ciao!